Hallo, Matthias von Gizmodo hier. Wir haben heute für euch das neue Motorola Moto X in der Hand. Das ist jetzt nach dem alten Moto X das neue Flaggschiff von Motorola und setzt preislich schon mal ziemlich in der Oberklasse an. Also es beginnt ab 499 Euro, aber auch die Technik, die drin steckt, ist wirklich High-End. Das fängt schon an beim Snapdragon 801 Vierkernprozessor mit einer Taktrate von 2,5 GHz. Unterstützt wird das Ganze von 2 GB Arbeitsspeicher, was schon echt ordentlich ist. Auf der Rückseite haben wir von einem Ringblitz umgeben eine 13-Megapixel-Kamera. Auf der Vorderseite ist es eine 2-Megapixel-Kamera. Hier die zwei Lautsprechergrills. Davon ist lediglich einer wirklich für den Lautsprecher verantwortlich. Der andere ist nur ein Telefonhörer, was ein bisschen schade ist. Dafür bringen die aber ganz guten Sound, also beziehungsweise der eine hier. Fangen wir mal bei der Optik an. Das Ganze ist umgeben von einem geschwungenen Aluminiumrahmen, der an der dünnsten Stelle, soweit ich mich erinnern kann, 3,8 mm dick ist, also wirklich sehr dünn. An der dicksten Stelle ist das Moto X 9,9 mm dick. Das sieht man hier jetzt schön, die Wölbung. Und dadurch, dass die Hand, also die Finger, auch immer das Handy gewölbt halten, spürt man eigentlich hier nur den dünnsten Teil des Handys, weswegen sich das Gerät wirklich sehr, sehr dünn anfühlt und auch wahnsinnig gut in der Hand liegt. Persönlich finde ich es optisch sehr ansprechend, gerade mit dem großen Logo, dem Ringblitz und auch von der Haptik. Also es ist also absolut mein Ding, so von der Optik her. Ansonsten haben wir ein ganz naturalistisches Android 4.4.4 drauf, was mir immer ganz gut gefällt. Ja, und sonst, Besonderheit ist natürlich das prominente Moto, die Sprachsteuerung, was auch schon beim vorherigen Moto X vorhanden war. Das ist leider nicht so gut gelungen, wie ich es mir erhofft hatte, weil das war eins der Features, auf die ich mich am meisten gefreut hatte. Da das Moto euch leider relativ selten gut versteht. Also ihr könnt auch einen eigenen Auslösesatz auswählen, meinetwegen Enterprise bitte kommen und dann könnt ihr euren Befehl starten und werdet zu Google Now weitergeleitet. Funktioniert leider meistens nur, wenn man es 5-6 Mal sagt. Einfacher ist es, wenn ihr den Standardsatz okay Google Now verwendet. Dann reagiert das Telefon des Moto X deutlich zuverlässiger. Aber wie gesagt, die Sprachbefehle funktionieren leider nicht ganz so gut. Wenn das Telefon euch einmal versteht, dann dauert es auch ziemlich lange, bis der Befehl umgesetzt wird, da das Ganze eigentlich wie eine App nur nochmal um Google Now übergestülpt wird und um ein paar Komfortfeatures erweitert wird. Also nimm ein Selfie auf oder so. Das wiederum funktioniert dann eigentlich ganz gut. Das mag ganz cool sein, um jetzt mal das vor Freunden zu zeigen, wie man es auch aus dem Ruhezustand ansprechen kann, aber wirklich alltagstauglich ist es nicht, um damit das Handy komplett berührungsfrei zu steuern. Was mir ganz gut gefällt, ist die Gestensteuerung zur Aktivierung der Kamera-App. Dafür braucht ihr einfach zweimal das Handy so zu schütteln und schon ist die Kamera an. Die ist ziemlich minimalistisch gehalten, da könnt ihr ähnlich wie bei der Google-Kamera-App hier von links mit einem Wisch von links ein Ringmenü herausziehen und ja, durch eine Berührung auf dem Bildschirm macht ihr ein Foto. Wo wir gerade bei den Fotos sind, bei gutem Tageslicht macht das Moto X wirklich keine schlechten Aufnahmen. Sehr satte Farben, sehr realitätsnah und auch von der Schärfe ganz in Ordnung. Also Oberklasse ist es nicht, aber ich würde es als sehr guten oder ja, überdurchschnittlich bezeichnen. Ganz anders sieht es dann aus, wenn wir schlechte Lichtverhältnisse haben. Dann wird das richtig, richtig, richtig rauschend, das Bild. Und mangels Bildstabilisator tut man sich auch wirklich schwer, dann scharfe Aufnahmen hinzukriegen. Also das ist ein bisschen schade. Ansonsten, was haben wir noch? Hier auf der Oberseite ist ein Klinkenstecker. Hier ist der Schlitten versteckt für die Nano-SIM-Karte und unten haben wir einen Micro-USB-Port. Was leider fehlt, und das ist für mich eins der größten Mankos des Moto X, ist der geringe Speicher. Also das Handy gibt es in einer 16 und für 50 Euro Aufpreis in einer 32 GB Variante.
erweiterbar ist der leider nicht. Und das finde ich für ein Telefon in der Preiskategorie wirklich ziemlich, ziemlich blöd. Von den 16 GB in der kleinsten Variante, wie auch dieses hier hat, bleiben am Ende gerade mal zwischen 11 und 10 GB übrig. Und ja, wer das Handy dann ein paar Monate nutzt, wird da schnell an seine Grenzen kommen. Selbst mit den 32 GB finde ich das ein bisschen knapp und das ist eigentlich ein sehr großes Manko. Ansonsten, der Akku, der drin steckt, ist ein 2300 mAh Akku. Das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr wenig an. Ist aber gut gelöst, vor allem durch Features wie das Active Display, was ihr hier seht, also das, der Bildschirm, der AMOLED-Display, der übrigens auf dem 1920x1080 Pixel leuchten. Da gibt es hier nämlich vier Sensoren auf dem Handy. Wenn ihr drüber wischt oder drüber winkt, dann wird euch zum Beispiel die Zeit angezeigt oder falls ihr eine neue E-Mail oder eine neue WhatsApp-Nachricht habt, wird die hier kurz eingeblendet und da leuchten halt tatsächlich nur die Pixel, die angezeigt werden müssen. Also es spart in dem Fall Strom für kleine Aufgaben, die es euch abnimmt, anstatt dass ihr dauernd das Handy komplett einschalten müsst. Das finde ich sehr clever gelöst und dadurch kommt das Handy auch trotz seines eigentlich sehr kleinen Akkus gut über den Tag. Also es ist jetzt kein Spitzenreiter, aber es reicht absolut, um jetzt meinen Arbeitstag zu überstehen. Ansonsten, die Performance vom Moto X ist echt super. Also bevor ich jetzt wieder ein ewig langes Video mit Test-App mache, wir haben es schon getestet mit der Antutu Benchmark App. Da spielt das Moto X zumindest von den Zahlen schon mal ganz, ganz oben mit. Ist sogar auf dem Platz mit einem Wert von, ich glaube, 43.500 ungefähr. Also ist schon echt spitze. Und ich habe wirklich absolut noch keinen einzigen Ruckler im ganzen Test dieses Telefons gesehen. Und das finde ich schon echt klasse. Ja, so viel zum Moto X. Mir gefällt es, wie gesagt, sehr, sehr gut. Wird wahrscheinlich auch mein neues privates Handy. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr das Video ja liken oder auch teilen. Abonniert doch unseren YouTube-Kanal. Und das war Matthias von Gizmodo.